Kirchen präsentiert sich mit neuem Erscheinungsbild. Max, was war die Idee dazu? Die Idee war eigentlich zweierlei. Wir wollten zum einen unsere Medien vereinheitlichen. Wir haben jetzt momentan verschiedene Briefköpfe, verschiedene Visitenkarten unterwegs. Das Kirchheimer Mitteilungen schaut anders aus als die Website. Es geht also darum, alles jetzt zu vereinheitlichen, dass wir ein professionelles, einheitliches Gestaltungsbild haben. Und zum Zweiten ging es natürlich darum, dass wir eine ganz besondere, eigenständige Marke werden als Gemeinde auch. Wir haben natürlich unser Wappen, das einzigartig ist, und haben jetzt auch einen einzigartigen Schriftzug zu dem Wappen, eine einzigartige Farbgebung, und wollen uns somit auch von anderen Gemeinden und von anderen ganz deutlich abheben und zeigen, dass wir was Besonderes sind und auch ein Standort, der für Unternehmen ganz besonders attraktiv ist in Zukunft. Und den Entwurf hat der Herr Immelauer gemacht. Der erklärt uns jetzt, wie dieses neue Erscheinungsbild der Gemeinde entstanden ist und was dahinter steht. Sehr gerne. Das Wappen der Gemeinde war ja gesetzt und ist auch nicht veränderbar, weil es ein Hoheitszeichen ist. Die Identifikation in der heutigen Medienwelt mit heraldischen Wappen ist aber eher eine geringe, weil man sich in den dargestellten Teilen einfach nicht mehr so wiedersehen kann. Drum war es notwendig, aus unserer Sicht den Ortsnamen eine Unverwechselbarkeit zu geben. Der Ortsname besteht aus mehreren Ortsteilen, daher zwei Farben, die zu einem Wort zusammenschmelzen. In einer ganz klassischen, betont klassischen Schrift, dazu dann drei lustige Punkte, die in spielerischer Art und Weise die drei Ortsteile darstellen und auch das multikulturelle Leben in Kirchheim symbolisieren. Wir glauben, dass Kirchheim damit einen modernen und frischen Look erreicht, der zu den Intentionen und zu den nächsten Zielen dieses Orts sehr gut passt. Die Wahl der Farben war für uns eines der wichtigsten Kriterien. Nachdem Farben ja sehr mit persönlichem Geschmack zu tun haben, ist es wichtig, Objektivierungskriterien einzuziehen. Die waren für uns zum einen allem voran die Alleinstellung, die man am besten über Farbe erzeugt bei einem Erscheinungsbild. Man denke nur an so ungewöhnliche Farben wie die von UPS oder lila Schokolade oder Mannerschnitten. Das sind Farben, die im Nu gelernt werden, weil sie so ungewöhnlich sind. Unsere Farbwahl zielte zum einen auf das Umweltbewusstsein der Gemeinde. Das Olivgrün steht dafür, aber auch auf die Familienfreundlichkeit und Fröhlichkeit dieser Gemeinde. Und dafür steht dieses helle Grün. Die drei Punkte dazu drücken die Multikultur aus, sie drücken auch die drei Ortsteile aus, aus denen Kirchheim letztendlich besteht. Wie kam es zu der Entscheidung, das Erscheinungsbild der Gemeinde jetzt neu zu gestalten? Wir haben 5 Agenturen eingeladen, die dann im Ausschuss präsentiert haben. Und dort ist dann die Entscheidung für den Herrn Immelauer ausgefallen. Und wir freuen uns auch, dass wir so ein tolles Ergebnis bekommen haben. Und ich denke, es ist ein wirklich einzigartiges Markenzeichen, das wir jetzt haben. Es ist, wie der Herr Immelauer gesagt hat, modern, aber es ist nicht modisch, es ist zeitlos. Und damit werden wir sicher jetzt zeitlos in die Zukunft starten. Diese Nachrichten präsentierte Ihnen das Räter Einkaufszentrum Heimstetten.